Hallo Leute, herzlich willkommen zur 19. Folge von Schottendotz Tipps und Tricks für Minecraft. Und heute geht es um unsichtbare Barriereblöcke. Falls ihr von denen noch nichts gehört habt, zeige ich die mal ganz kurz in der PvP-Arena von scotlandgames.de. Wenn ihr da einfach so durch den Eingangsbereich einen Doppelsprung macht, landet ihr sofort im Kampfgebiet. Und wenn ihr dann wieder rausschleicht und dann versucht, über den Zaun hineinzukommen, dann knallt ihr gegen eine unsichtbare Barriere. Und das ist eben so die Hauptsache, wofür man diese Blöcke braucht, damit einfach andere Spieler nicht irgendwo hinkommen, wo sie nicht hin sollen. Wenn ihr im Kreativmodus seid, gebt einfach diesen Befehl ein und ihr bekommt die Barriereblöcke. Zum direkten Herauskopieren findet ihr den Befehl auch in der Videobeschreibung. Aber es ist auch interessant, wie die Umwelt auf euch reagiert. Nehmen wir zum Beispiel mal diesen Wüstenzombie hier. Ich befinde mich im Survival-Modus und trotzdem interessiert er sich überhaupt nicht für mich. Obwohl ich ein ganz nices Leckerli für ihn wäre. Und ihr seht es schon, da sind auch Blöcke um ihn herum verteilt. Und die können wir jetzt sichtbar machen, indem wir in den Kreativmodus gehen und den Befehl für die Barrier Blocks eingeben. Und schon könnt ihr erkennen, dass er sich in einem Gefängnis befindet. Und wenn wir da jetzt zwei Blöcke entfernen, kann er ausbrechen und sobald wir im Survival-Modus sind, jagt er uns auch wieder. Probiert sie doch einfach mal auf einer Singleplayer-Welt oder auf eurem eigenen Server aus. Die unsichtbaren Barriereblöcke sind einfach hilfreich und cool. Also ich renne hier noch eine Weile weg und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und ich hoffe, er erwischt mich nicht. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!